Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In größerem Umfang als erwartet sollen Verbrauchssteuern angehoben werden. Die Spitzen der Bonner Regierungskoalition verständigten sich in der vergangenen Nacht auf eine ganze Reihe von Steuererhöhungen. Sie betreffen vor allem die Autofahrer, aber auch Zigarettenraucher sowie die Verbraucher von leichtem Heizöl. Zudem sollen Sachversicherungen teurer werden. Hier die Absprachen von CDU, CSU und FDP im Einzelnen. Die Steuer auf bleifreies Benzin steigt vom kommenden Jahr an um 9 Pfennig und am 1. Januar 1991 um weitere 3 Pfennig. Für verbleites Benzin betragen die Erhöhungen zunächst 12 und dann 1991 noch einmal 2 Pfennig. Entsprechend der Mineralölsteueranhebung wird die Kfz-Steuer für Diesel-Pkw erhöht, doch müssen Einzelheiten noch festgelegt werden. Als Teilausgleich, vor allem für Pendler, wird die ohnehin vorgesehene Erhöhung der Kilometerpauschale vorgezogen und im kommenden Jahr auf 43 und 1990 auf 50 Pfennig steigen. Die Steuer für leichtes Heizöl soll zum 1. Januar um 4 Pfennig je Liter angehoben werden. Derzeit beträgt diese Steuer lediglich 1,66 Pfennig. Die geplante Tabaksteuererhöhung gilt für Zigaretten und Feinschnitt. Die Anhebung soll zum 1. Mai 1989 kommen und je Zigarette etwa 1,2 Pfennig betragen. Und schließlich wird vom kommenden Jahr an die Steuer für Sachversicherungen um 2 Punkte auf 7% heraufgesetzt. Gemeint sind damit beispielsweise die Kasko- und Hausratsversicherung, nicht aber die Lebens- und Krankenversicherung. Zu den Steuerbeschlüssen Rolf-Dieter Krause. Die quälenden Auseinandersetzungen um die Steuersenkungen wollte die Koalition offenbar nicht wiederholen. Bei den Steuererhöhungen ging alles ganz schnell. Nach nur einer Koalitionsrunde konnte der Finanzminister heute die Ergebnisse mitteilen. Über 6 Milliarden Mark mehr werden die Bundesbürger im nächsten Jahr an Verbrauchssteuern zahlen. Hinzu kommen 4 Milliarden Mark zusätzlich durch höhere Beiträge für die Arbeitslosenversicherung. Damit ist klar, ein Jahr vor der Steuerreform gehen die Steuern erst einmal rauf. Vor allem die für Heizöl und Benzin. Aber gerade da hält Stoltenberg dies für vertretbar, denn beim leichten Heizöl sind zum Beispiel die Preise auf weniger als die Hälfte zurückgegangen, beim Benzin um rund ein Drittel. Und dazu hat die Aufwertung der deutschen Mark entscheidend beigetragen. Und noch auf eine weitere Feststellung legte der Finanzminister Wert. Zu behaupten, dass wir damit die Wirkung der Steuersenkungspolitik zunichte machen, ist einfach unzutreffend. Doch genau das behauptete heute erneut die Opposition. Sie warf Stoltenberg vor, die Öffentlichkeit getäuscht zu haben. In Wirklichkeit werden mit den Verbrauchsteuererhöhungen die Löcher aus der sogenannten Steuerreform finanziert. Es geht hier um einen weiteren Umverteilungsskandal zugunsten der Spitzenverdiener und zulasten der breiten Schichten unseres Volkes. Die Entscheidung der Koalition hat einige bemerkenswerte Nebenwirkungen. So kassiert der Staat von den höheren Steuersätzen noch einmal die Mehrwertsteuer. Und obwohl der Finanzminister seinen Wunsch nach einer Erdgassteuer nicht durchsetzen konnte, werden die Erdgaspreise steigen, weil sie an den Endpreis des Heizöls gekoppelt sind. Davon profitieren allerdings nur die Erdgaslieferländer, also die Sowjetunion, Norwegen und die Niederlande. Insgesamt fällt die Verbrauchsteuererhöhung wesentlich kräftiger aus als ursprünglich angekündigt. Ein indirektes Eingeständnis der Geldnöte, in denen sich der Finanzminister befindet. Um die zunehmende Verseuchung von Nord- und Ostsee ging es heute sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. In der Vertretung der Länder stellten Hamburg und Bremen den Antrag, die Dünnsäureverklappung in der Nordsee einzustellen, sowie ein Verbot des Einsatzes von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft zu prüfen. Darüber sollen nun die Ausschüsse weiter beraten. Zur Debatte im Bundestag ein Bericht von Sven Kunze. Wo man auch hinblickt, droht der Umwelt Gefahr. Heute nahm sich der Bundestag der verschmutzten Nordsee und den Folgen für Fisch und Seehund an. Er führte eine Debatte. Wir alle hätten wissen können, was da auf uns zukommt. Aber wir taten es den drei Affen gleich, die nichts hören, nichts sehen und nichts sagen wollen. Wir fordern die Bundesregierung auf, endlich die Starndat-Ausrede zu unterlassen. Ohne die anderen Staaten, die auch die Nordsee verschmutzen, ließe sich der Nordsee nicht wirklich helfen und nationale Maßnahmen würden sowieso nicht wirken. Wir brauchen eine ökologische Modernisierung unserer Volkswirtschaft, eine wirklich soziale und ökologische Marktwirtschaft. Die außerordentliche Entwicklung der vergangenen Wochen
machen aber auch ganz klar sichtbar, eine intensive Beschleunigung aller bereits vereinbarten und noch zu vereinbaren Maßnahmen ist unbedingt erforderlich. Die Tierschützer unter den Zuschauern nahmen vor allem eine Erkenntnis mit nach Hause. Die Rettung der Nordsee wird nicht billig werden. Die Nordsee sei an die Grenze ihrer Belastbarkeit angelangt, hat der Umweltminister erkannt. Sofortmaßnahmen werden trotzdem nicht ergriffen. Ein SPD-Antrag auf eine konzertierte Aktion wurde abgelehnt, ebenso ein Notprogramm der Grünen. Fisch und Seehund haben im Bundestag zwar wortgewaltige Fürsprecher, kalten Aktionismus, eine CDU-Wortschöpfung, lehnt die Mehrheit jedoch ab. 60 Minuten nahmen sich die Abgeordneten Zeit für das Thema. Ertrag der Kurzdebatte, die Nordsee wird in naher Zukunft selbst sehen müssen, wie sie aus dem Schlamassel herauskommt. Das Robbensterben breitet sich jetzt offenbar über die gesamte deutsche Nordseeküste aus. Auch in den niedersächsischen Küstengewässern wurden erstmals tote Seehunde entdeckt. Sie sind laut Obduktionsbericht an akuter Lungenentzündung gestorben, wie schon die rund 600 toten Robben vor der schleswig-holsteinischen und der dänischen Küste. Die Loire und ihr Nebenfluss Brenne in Mittelfrankreich sind durch Giftstoffe schwer verseucht worden. Gestern waren nach einem Brand in einem Chemiewerk gefährliche Phenolkonzentrationen festgestellt worden. 200.000 Einwohnern der Stadt und des Umlandes von Tours wurde das Leitungswasser abgestellt, weil das krebserregende Phenol auch im Trinkwasser enthalten war. Militär und Feuerwehr versorgen die Menschen aus Tankwagen. Durch die große Hitze bei dem Brand sind große Mengen giftiger Substanzen in die Luft entwichen und in die beiden Flüsse geraten. Das Ausmaß der neuen Unruhen in Bergkarabach hat heute die sowjetische Parteizeitung Pravda deutlich gemacht. Danach herrscht in dem mehrheitlich von Armeniern bewohnten Gebiet in der Sowjetrepublik Aserbaidschan seit 3 Wochen Generalstreik. Die meisten Fabriken und der öffentliche Verkehr seien lahmgelegt. Die örtliche Partei ist laut Pravda nicht mehr Herr der Lage. Straßenschlachten in Südkorea. Die Hauptstadt Seoul erlebte heute die gewalttätigsten Auseinandersetzungen seit einem Jahr zwischen demonstrierenden Studenten und der Polizei. Mindestens 20.000 Beamte versuchten, einen von Studentengruppen angekündigten Marsch zum Waffenstillstandsort Panmunjom am 38. Breitengrad zu verhindern. Die Studenten hatten geplant, dort mit nordkoreanischen Hochschülern über die Wiedervereinigung des Landes zu diskutieren. Die Regierung in Seoul hatte das Treffen verboten. Bilanz der Straßenschlachten, mehr als 100 Verletzte und 500 Festnahmen. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich über einen Kompromiss zur Erhöhung der Rundfunk- und Fernsehgebühren verständigt. Sie wollen den Länderparlamenten vorschlagen, die Gebühren im nächsten Jahr um 2 Mark auf 18,60 Mark pro Monat anzuheben. 1991 sollen die Gebühren noch einmal um 20 Pfennig erhöht werden. Allerdings gibt es noch Vorbehalte von Baden-Württemberg gegen diese Regelung. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält in diesem Jahr der Schriftsteller Siegfried Lenz. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Romane Deutschstunde und Heimatmuseum. Zur Begründung der Wahl erklärte der Stiftungsrat, Lenz habe sich stets mit den Themen Krieg, Gewaltherrschaft und Macht auseinandergesetzt. Er trete für eine menschlichere und menschenwürdige Welt ohne Hass und Intoleranz ein. In Berlin wurden heute die deutschen Filmpreise 1988 vergeben. Bundesinnenminister Zimmermann überreichte Filmbänder in Gold und Silber, die mit zweckgebundenen Prämien von bis zu 600.000 Mark dotiert sind. Jetzt. Das Filmband in Gold erhält der Film Der Himmel über Berlin. Der im In- und Ausland viel beachtete Film des Regisseurs Wim Wenders wurde damit Sieger unter 10 nominierten Filmen. Je ein Filmband in Silber erhielten die Filme Der Indianer von Rolf Schübel und Out of Rosenheim von Regisseur Percy Adlon. In der vom Fernsehen direkt übertragenen Feierstunde betonte der Innenminister, dass die Bundesregierung nach weiteren Möglichkeiten suche, die Förderung des Films noch zu verstärken. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 11. Juni. In den Frühstunden gebietsweise neblig. Sonst am Tage aufgelockerte, zeitweise auch starke Bewölkung. Und vor allem in der zweiten Tageshälfte einzelne Schauer oder Gewitter. Tiefste Temperaturen 11 bis 16 Grad. Tageshöchsttemperaturen je nach Bewölkung 20 bis 26 Grad. Schwacher, in Gewitternähe auflebender Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, am Sonntag im Norden zunehmend aufgeheitert, im Süden gewittrig. Wir melden uns wieder gegen 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Und jetzt zurück zum Fußball.